Okay. Dann ist hier vorne die Kiste jetzt einfach nur für Barren da. So. Dass wir wenigstens die nicht ständig suchen müssen. Das ist schon mal gut. Das wäre ja schon mal was. Ja, ob ich bis morgen genug habe, damit ich... Ah, ich weiß es nicht. Ich könnte erstmal ein bisschen Zeug essen, damit ich ein paar Viecher fangen kann. Ich brauche nämlich Knochen. Hallöchen, ihr kleinen süßen Lamas. Ja, kommt mal her, ihr Hübschen. Aua! Oh, sehr schön. Alles wegnatzen hier. Na, kommt mal her. Boah. Junge, Junge. Hier ist ja was los. Na, kommt mal her, du süßes kleines Lama. Na, komm doch mal her. Da. Jetzt wollte ich den schon einen reinhauen. Dann hätte ich aber keinen Friseur mehr gehabt. Junge, du sahst jetzt gerade irgendwie von Weitem aus wie ein Lama. Nur eben in Gelb, aber... Das meine ich jetzt echt nicht böse. Alter. Die haut rein und dann stellt euch mal vor, wie das mit dem Eisenschwert dann wäre, ey. Wahnsinn. Das wäre so cool. Ich glaube, ein besseres gibt's dann auch nicht mehr, oder? Oder gibt's dann ein besseres? Oh, ich denke mal schon. Ist ja so ziemlich am Anfang noch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das dann schon das Beste ist, was es gibt. So. Oh, sorry, Bro. Das wollte ich nicht. Sorry, sorry, sorry. Was brauche ich hierfür eigentlich? Fangmenü. Kopfsalat. Feinkiste. Bundeslama. Hä? Baumwolllama. Ja, was mache ich dann mit den Viechern, wenn ich die gefangen habe? Gut, selbst wenn, habe ich ja eh keinen Platz hier dafür. Muss ja erstmal mein Gelände vergrößern. So. Knochen müsste ich jetzt eigentlich auch genug haben, oder? Ja, haben wir jetzt auch genug. Das passt ja perfekt. Jetzt muss ich wieder gucken. Oh, Mist. Ja, nee. Das ziehe ich mal kurz hier hin, dann kann ich besser gucken. Nee. Nee. So. Tierkacke habe ich auch noch. So, das war's eigentlich. Gut. Wo kann ich denn jetzt den Grill bauen? Etage, Stein. Grill. Was brauche ich denn dafür? Holz, Kupferbahn, Kupferrohr. Ja, das ist jetzt eben die Sache. Kupferbahn habe ich. Aber ob das genug sind, weiß ich jetzt nicht. Nee, Kupferrohr war es nur, ne? Stimmt, Kupferrohr, 3 Stück. Na, verdammt. Ich kann aber nur 2 machen. Achso, Mist, verdammter. Ja, da muss ich aber leider noch ein bisschen warten. Oder ich baue mir noch einen Ofen hin. Ich könnte aber eigentlich auch hier das Ding mal kurz nehmen. Das ist jetzt auch nicht so wild. Macht er hier erstmal. Dauert zwar wieder einen Tag, aber na gut. Und Holz war es, ne? 10 Stück von Holz. Das können wir schon mal reinholen. Holzi, Holzi, Holz, Holz, Holz. Holzi, Holzi, Holz, Holz, Holz. Wo ist nur mein Holz? Bring mir mein Holz. Holz, Holz. Da. So. Zack. Gut. Dann ist das jetzt mal für Holz. Alles, was holztechnisch ist. Holz und Pflanzenfasern, genau.
Also Holz und Pflanzenzeugs, Klumpe. Ja, ich habe gut die Samen, die würde ich jetzt nicht unbedingt mit reinzählen. Die würde ich gerne in eine extra Kiste schmeißen. Also mal ein bisschen mehr Ordnung hier reinkommt. So. Das können wir machen. Obwohl, den Honig eigentlich auch nicht. Gut. Ja, wie viele Fasern habe ich denn? Das ist ja Wahnsinn. So. Zack, zack, zack. Also, passt doch. Dann können wir jetzt schlafen gehen. Entschuldigung. So, gehen wir jetzt Schlafi machen und ich trinke nun derzeit noch ein Schlückchen Kaffee, bevor er kalt wird. Oh, lecker. Mama. So. Ach, Kaffee. Ist schon fein. Es lädt so lange? Oh, ich dachte schon. So, ab morgen müssten ja dann diese die Brüder wieder auftauchen, ne? Wir haben jetzt etwas Nützliches auf der Datendisk gefunden, die du gestern gebracht hast. Wir müssen noch einiges durchsehen und senden dir die Ergebnisse innerhalb von 4 Tagen. Na gut. Wenn's weiter nichts ist. So. Kann ich jetzt genug machen? Ja, genau 3 Stück. Passt doch. Dauert gar nicht so lange. Also hätte ich länger erwartet. So, das schon mal einsammeln. Und das. Reicht das schon für ein Schwert? Nein, reicht noch nicht für ein Schwert. Ach man. Das ist aber echt doof. Das Schwert haben. Ach, naja. Was willst du machen? Was willst du machen? Wollt ihr denn immer so früh hin? Was ist da los? So, wir können ja mal gucken, ob der Friseurladen jetzt auf hat. Und wo die Katze ist. Pinky! Ach, Pinky! Na, ausgeschlafen. Lass mal quatschen. So, ich schenke dir einen Fisch. Ja, 10 Punkte. Ach, die ist so süß. So. Friseur. Ich brauche einen Friseur. Bitte. Kommst du jetzt auf einmal her? Oh, die läufst du mir hinterher? Oh, ist die süß. Oh. Du bist ja so süß, Pinky. Oh, guck mal. Oh, du bist ja so niedlich, Pinky. Ach, ist die süß. Ja, ich kann zum Friseur. Pinky, willst du mit? Komm, Pinky, wir gehen zusammen. Pinky? Pinky. Ach, das ist er. Ah, oh, die ist so goldig. Bist du jetzt meine Katze? Gehörst du jetzt mir? Oh, das wäre ja cool. Ja. Och, die ist so süß. Haare schneiden lassen. Ja. So, was können wir denn Schönes machen? Was gibt's denn hier? Erstmal vom ganz hinten. Ah, nee, es geht im Kreis immer. Okay. Das könnten wir machen. Ja, gut. Das sieht aber eigentlich auch cool aus. Mit dem Kranz da so dran, ja, könnte man machen. Pinky da hinten in der Ecke. Oh, die ist so putzig. Nicht weglaufen, Pinky! Ah, okay, da geht's schon. Oh, das sieht aber auch cool aus, das hat auch was.
Oh, jetzt kann ich mich wieder nicht entscheiden. Ja, da finde ich den Zopf nicht so prickelnd. Ohne Zopf vielleicht ja, aber... auch nicht so ganz. Das haben wir ja, das ist unsere Frise. Ja, das finde ich auch nicht so, dass da der Zopf so durch den Kopf durchgeht. Das ist da noch so ein bisschen... nicht so wirklich meins. Nee. Oh, geht eigentlich auch. Das hat ja auch irgendwie was. So das halbe Gesicht verschwunden, aber... oh, das mit den Zöpfen ist aber auch cool. Ein paar süße Zöpfchen. Ein paar Länge kann man auch machen. Hier so ganz kurze. Und vorne übelst lang. Oder andersrum. Wäre auch eine Variante. Ich kann sogar meine Haarfarbe ändern, Leute. Nee, es ist auch nicht so ganz. Jetzt geht's wieder von vorne los, glaube ich. Also ich tendiere noch so ein bisschen zwischen der hier und was war's und das hier. Es hat eigentlich was. Wie sieht das eigentlich aus, wenn ich das ein bisschen kürzer mache? Na, kurz ist auch nicht so, wenn dann doch lang, ne? Das gefällt mir dann doch schon eher. Also entweder das oder das. Ich meine, wir können es ja auch jederzeit wieder umändern. So ist es ja nicht, ne? Wir können jetzt hier jederzeit hier zum Friseur gehen. Am besten einmal die Woche. Für die Zöpfe, das wäre vielleicht auch... Sanwa, was meinst du? Sag doch auch mal deine Meinung. Ich kann mein Gesicht auch ändern. Echt? Bist du Schönheitschirurg? Ich meine ja nur. Wenn das schon auf voller Länge ist, wie sieht denn das dann? Ach so. Ah nee, das ist dann auch nicht so ganz, ne? Ich glaube, ich nehme tatsächlich wirklich erstmal das hier. Wie sieht das denn aus, wenn ich da... den Zopf vielleicht ein bisschen kürzer. Wobei das so eigentlich auch cool aussieht, muss ich sagen. Aber ich habe halt irgendwie gern lange Haare. Ich weiß nicht, ich bin da so ein Langhaartyp. Was ist das? Die Farbe? Ah. So schön pinke Haare wäre ja auch mal cool. Hohoho. Vielleicht ein bisschen mehr so ins Rote gehen? So ein bisschen so... weil die Haarfarbe hat ja sonst keiner in der Stadt, oder? Außer die Passagiere da. Haarsträhne? Ich sehe jetzt keinen Unterschied bei den Haarsträhnen. Ach, das ist oben. Das ist der Schimmer. Okay. Bin ich unschlüssig, Leute. Jetzt bin ich unschlüssig. Ein bisschen, vielleicht so ein bisschen mehr ins Weinrote. Das sind jetzt aber die Strähnchen, die ich gerade mache. Kann das sein? Fällt das irgendwie nicht so, dass... nehmen wir mal das hier. Ja, warum nicht? Können wir tun. Ist hier vielleicht ein kleinen Ticken. So ungefähr. Ja. Also gerade da hinten würde einen knattern lassen. Mensch, Kumpel. Hör mal auf mit dem Schwachsinn, ey. Ist doch krank. Ja. Kann ich hier machen? Augenfarbe. Ich kann nicht meine Augenfarbe noch ändern. Das geht wohl. Junge, Junge. Wie sieht es denn aus, wenn ich ganz weiß mache? Alles weiß. Sieht gar nicht so wirklich weiß aus. Lippenfarbe. Was ist Lippenfarbe 2?
Okay. Deko. Achso, mit Sommersprossen ist aber eigentlich auch süß. Das hat irgendwie was. Naja, gut. Ach, so süße kleine Grübchen. Das sieht aus wie so nach einer Kiffernacht hier. Ich glaube, ich nehme mal die Sommersprossen. Das sieht irgendwie niedlich aus. Doch, das hat was. Das nehmen wir mal so. Ja. Oh, ist das nicht cool? Oh. Ja, doch, das können wir erstmal so lassen. Danke, Kumpel. Vielen Dank. Ich empfehle sie weiter. Abgesehen von ihren Blähungen, das finde ich nicht so berauschend. Muss ich ehrlich gesagt zugeben. So. Pinky, wo bist du hin? Pinky ist einfach weggelaufen. Das finde ich aber jetzt echt eine Sauerei. Muss ich wirklich mal sagen. Ist echt gemein. So. Kaffee. Da wir ja jetzt sowieso noch warten müssen, diesen einen Tag, würde ich vorschlagen, gehe ich nochmal in die Ruine rein. Hol noch ein bisschen Kram raus. Ein bisschen Kram. Schmettern wir nochmal so richtig schön was weg hier. So, ab geht er, Peter. Mit neuer Frise, auf ins Gefecht. Erzlager. Ach, ich kann hier Erz kaufen. Aha. Okay. So, wollen wir mal ein bisschen buddeln, ne? Gleich falle ich runter. Jo! Ah ja! Gib mir das Metall! Ganz Eisenerz! Her damit! Schön. Dann richtig schön alles wegschnetzeln. So. Ja, es dauert jetzt halt leider ein bisschen, ne? Was soll man dazu noch sagen? Gehört leider nur mal dazu. Aber mein Gott. Ich mache jetzt halt nur so lange, bis die Ausdauer flöten ist. Diesmal esse ich auch nichts hinterher. Keine Sorge. Dann, denke ich mal, können wir dann auch bald schlafen. Dann müsste es ja mit den Brüdern langsam losgehen. So. Komm schon. Gib mir das ganze Kram. Immer her damit. Her damit. Ich will alles haben. Einfach alles. Her damit. Mach die komplette Höhle nackig. Ah, schön. CDs haben wir auch schon wieder ein paar gefunden. Sehr gut. Ich hoffe nur, ich bekomme bald einen besseren Ofen. Das wäre echt schön. Das wäre wirklich sehr, sehr schön. Könnten wir nämlich viel bessere Sachen dann herstellen, oder? Badam, badadam, bam, bam, badam, bam, 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 bam. Oh, ich bin schon wieder ganz unten. Guckt euch das mal an. So schnell geht's. Mann, Mann. Ja, dann buddeln wir uns einfach mal bis zur Wand. Oder zumindest so weit wir kommen.
Tüdelü.